Hallo zusammen und willkommen zurück zu Factorio. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu arg angebrüllt hier beim Intro. Wir spielen jetzt mal wieder Factorio. Die letzte Session ist wieder ein Weilchen her. Ich bin 35 Jahre alt, habe zwei Kinder und eine Frau und habe zwischendrin ein bisschen Family. Ich versuche echt mein Bestes zu geben, aber schaff's momentan nur unregelmäßig. Ich habe aber dafür eine kleine Entschuldigung fürs Wochenende für euch. Ich denke mal, jetzt kommt das lange Wochenende hier in Baden-Württemberg, ist Feiertag. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und an dem, oh, ich glaube, ich bin ins Mikrofon gekommen, ich schaue mal, ob ich das rauslöschen kann. Und an diesem Feiertag habe ich mit ein paar Kumpels ausgemacht, dass wir eine Runde Ark spielen. Ich bin auch gerade noch ganz schön in World of Tanks gefangen. Das Problem an World of Tanks ist, dass momentan Wargaming nicht offenlegt, welche Mods man benutzen darf und welche nicht. Und ich spiele sehr gerne mit Mods. Da gibt es echt ein paar Mods, die mir Spaß machen, die ich toll finde. Ich bin auch ein bisschen Statistik verliebt, auch wenn meine Statistik ein bisschen versaut wurde durch meinen Sohn, der jetzt jahrelang mit meinem Account gefahren ist. Aber ich habe jetzt World of Tanks wieder ein bisschen zurück gefunden für mich und habe da jetzt gerade wieder Spaß dran. Ich würde es euch gerne zeigen, aber es werden inzwischen schon größere und bekanntere YouTuber als ich gebannt, beziehungsweise kriegen einen Timeout über 7 Tage. Wegen irgendwelchen Mods, was undurchsichtig ist, weil Wargaming sagt überhaupt gar nicht, welche erlaubt sind und welche nicht. Und deswegen habe ich davon erstmal Abstand gehalten. Jetzt kommt erstmal Factorio. Die Folge, schauen wir mal, wie ich sie zusammenschneiden kann. Und wie viel ich jetzt mache in der Session. Mit den Kumpels versuchen wir dann Ark aufzunehmen. Schauen wir mal, ob mir das gefällt. Also ich habe Ark schon ziemlich lange, habe aber da nie irgendwie einen Zugang gefunden. Schau mal hier, da habe ich meine Offline-Spiele. Die sind ein bisschen länger, Spielzeiten 9 Stunden, Spielzeiten 14 Stunden, Spielzeit 7 Stunden. Ich werde aber jetzt unser LP weitermachen. Wir haben das ja im letzten gesehen, da war alles kaputt, alles zerstört und wir machen genau an dieser Stelle weiter. Auto haben wir hier, das haben wir ja gebaut in der letzten Folge, die Kisten sind alle kaputt, alles ist kaputt hier, alles ist Mist. Warum kann ich das jetzt, achso, alles ist Mist hier. Gucken wir mal, die Öfen sind kaputt. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Die Schienen sind kaputt. Hier gibt's Kohle. Was ist das? Das sind einfach Greifarme. Da waren mal irgendwelche Sachen. Da sind Masten. Wie groß ist denn die Welt? Ach, da oben. Oh, Strom und... Okay. Pumpen und Wasser und was ist da alles kaputt? Jetzt sollte ich mich vielleicht erstmal um den Strom kümmern. Dafür brauchen wir Kohle. Und wir... So... Dass ich vielleicht sogar, vielleicht reicht es ja, das läuft hier hindurch. Das wird, ich weiß nicht, ob die dann laufen. Was habe ich jetzt hier unten alles drin? Rohre, Greifarme. Die Kohle ist jetzt hier vorne. Da ist noch eine Unterbrechung. Ihr seht, ich habe den HD-Mod nicht. Wie ich jetzt demnächst gesehen habe, dass da, ups. Ja, das ist wieder genau das. Jetzt habe ich wieder zu lange nicht gespielt. So. Warum? Jetzt machen wir erstmal hier. Ah, genau. Und jetzt müssen wir hier nochmal ein Rohr. Hier geht ein Rohr im Boden, da geht ein Rohr im Boden, da kommt eins raus. Dann fehlen hier Greifarme. Gucken wir mal, ob wir die... Zack, erstmal dahin, dahin, dahin. Dahin. So, dann... Oh Mann. Wir haben jetzt gar nichts im Inventar, kann das sein? Ein paar Eisenplatten. Ein paar Eisenplatten, Platten, 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 Platten. Sollen wir mal ein paar Heizkessel machen? Machen wir mal 5 Heizkessel und... Was machen wir noch? Oh, machen wir erstmal die 5 Heizkessel, dann können wir den hier nochmal abbauen hier. Den Quatsch, den wir da reingebaut haben, dann machen wir hier einen Heizkessel. Heizkessel, Heizkessel, Heizkessel. Die brauchen alle Kraftstoff. Habe ich jetzt... Habe ich alle Greifarme verbraucht? Dann machen wir mal nochmal ein paar Greifarme. Also Kohle kommt jetzt hier an. Die haben keinen Kraftstoff, die haben keinen Kraftstoff. Woran liegt's? Wassertemperatur 94, 97, 99. Da fehlen noch ein paar Pumpen. Dann können wir vielleicht noch 2, 3 Pumpen machen.
Machen wir noch 1, 2 Pumpen. Ne, da fehlen 2 da oben. Oder? Ne, das ist nur eine. Ah, egal. Kann nicht schaden. Ich hoffe, jetzt kommt noch nichts. Was ist das hier? Ein Laserturm. Okay, ich kann jetzt auch einfach mal zack, 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 ein bisschen was zum Reparieren nebenher machen. Und dann kann ich die hier setzen. Also, ja, die arbeiten sogar. Ja, so stehe ich drin. Ja. Die arbeiten, sehr gut. Sehr gut. Und jetzt, wo haben wir das Reparaturwerkzeug? Da haben wir das Reparaturwerkzeug. Das nehmen wir anstatt dem Ofen. So. Sehr schlau. Ich wollte ihn natürlich nicht aufnehmen. Ich wollte ihn reparieren, aber ich habe die falsche Maustaste gedrückt. Dann stellen wir... Der kann ja hier überall in dem Bereich. Den kann ich ja stellen, wo ich will. Dann stelle ich ihn hier hin. Jetzt probieren wir es nochmal. Ah. Heiligsblechle. Heiligsblechle, würde der Schwabe sagen. Der braucht aber ganz schön viel zum Reparieren. Ja gut, ich hoffe, dass der danach auch so viel aushält. Strom haben wir jetzt erstmal. Was ist mit denen hier? Die funktionieren auch. Hier waren überall die Viecher. Die kriegen keinen Kraftstoff. Dann werden wir hier noch... Warum kriegen die keinen... Ja gut, ich habe ja auch keinen... Habe ich den richtig rum? Ich nicht. Die habe ich... Auch, ach, da gibt es halt einfach gerade keine Kohle. Dann muss ich jetzt hier mal die Kohle reparieren. Das ist ein Teufelskreis. Ohne Kohle, kein Strom, ohne Strom. Ah, hier fehlt noch ein Strommast. Das habe ich nicht gesehen. Dass hier noch ein Strommast fehlt. Haben wir eigentlich schon was erforscht? Strommast technisch? Nur die hier. Dann machen wir die hier mal. Warum da das? Bin ich nicht nah genug dran. Und jetzt fahre ich dran vorbei. So. Ah, Strom. Kohle. Hier müssen wir schauen, dass wir das hier auch repariert kriegen. Ey, das ist diese Steuerungswirrwarr. Warum haben die hier so einen Zickzack drin? Weil dann könnte ich doch hier gleich... Ich muss das auch nicht genau so aufbauen, wie die das wollen, oder? Dann könnte ich doch hier gleich zu weit weg. Sag doch, dass ich zu weit weg bin. Wie ein Besoffener brauche ich. So, dann kommt jetzt schon mal hier. Was sollte da eigentlich runterfahren? Ach, da sollte noch mal Kohle abgebaut werden. Dann machen wir das doch gleich so. Zack, zack. Und da gibt es noch mal Kohle. Und da unten sind die schnellen Förderbänder, die habe ich jetzt noch nicht. Dann kommen hier Kohle, 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 Kohle. Verstehe ich nicht. Verstehe ich noch nicht ganz. Hier kommt Kohle rein. Das sind Hochöfen. Was ist das hier? Also ich habe ja mit dem Bahnhof noch gar nicht gearbeitet. Das ist dann noch nicht wichtig. Das brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gucken wir mal hier, dass wir die Türme auch... noch reparieren. Ah, das ist... ja, aber solange ich das noch in... Jetzt hat er keine Munition. Jetzt muss ich dem gleich nochmal Munition geben. So, was ist in der Kiste? Mit den Geschwindigkeitsmodulen habe ich jetzt noch gar nicht gearbeitet. Mit den Geschwindigkeitsmodulen habe ich jetzt noch gar nicht gearbeitet. Noch ein bisschen Munition. Und warum? Also die Eisenbahn bringt hier was her. Und wenn die das herbringt... Ah, okay. Dann machen wir das Ganze nochmal mit... Ja. Genau, wollte ich ja mit alt. So, dann gucken wir mal nochmal rein, ob wir... Wir können die Hochgeschwindigkeitssachen gar nicht bauen. Dann ist es wohl eine Aufgabe für später.
Können ich, eigentlich kann ich dann, ach, die roten Arme holen Kohle von hier. Das heißt, zack, zack. Zu weit weg. So, dann brauche ich jetzt aber nochmal. Jetzt machen wir nochmal die roten Greifarme. Waren da? Warte. Rot. Vielleicht steige ich durch das System durch. Dann müsste dann hier ein Rot. Ah. Rot. Gelb, rot, gelb, rot, gelb. Das geht ja gar nicht. Wie haben die das gemeint? Oder kann der Rote das hier aus dem Tunnel rausgreifen? Das weiß ich nicht. Also rein theoretisch müsste er das doch aus dem Tunnel rausgreifen können. Sonst hätten die es ja nicht vorher so angeordnet. Also das hier braucht jetzt Strom. Warum hat das alles keinen Strom? Da geht doch eine Leitung hin. Zack. Zack. Warum hat es keinen Strom? Kriegen wir von oben keinen Strom? Ne, wir kriegen von oben keinen Strom. Dann müssen wir den dahin. Und, oh, wie hell. Hier sind ja über Lampen. Okay, das funktioniert. Das schnelle Band kann ich noch nicht machen. Und die gelben sind... Oh, ich kann hier dazwischen durchlaufen? Das wusste ich nicht. Dass ich bei den Greifarmen durchlaufen kann. Okay, dann muss ich das aber jetzt andersrum drehen. Da ist jetzt schon einer, dann ist es so. So. Jetzt sind meine Arme... Meine Arme. Meine Ärmel sind ausgegangen. Meine Arme sind ausgegangen. Und zwar alle Arme sind ausgegangen. Dann machen wir zack, 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 zack. Und dann gehen uns demnächst hier noch. Jetzt müssen wir erstmal schauen nach dem Erz. Wo kriege ich jetzt hier Erz her? Hier gibt es noch keinen Brennstoff. Warum gibt es hier keinen Brennstoff? Kohle gibt es genug. Einen Greifarm gibt es. Warum Da habe ich einen Arm in die Mitte reingebaut. Da habe ich echt einen Arm reingebaut. So. Und jetzt kriegen alle Kohle. Und jetzt müssen auch alle Strom kriegen. Okay, der hat Kohle. Der hat Kohle. Jetzt, wo gibt's Eisen? Hier unten gibt's Kupfer. Muss ich jetzt nochmal eine Eisenförderung bauen? Komm, die bauen wir jetzt mal. Ich denke mal. Ach so, ja gut, ich habe ja eh nichts zum Forschen momentan. Aber ich denke, das sieht nach Eisen. Ach, die Munition laden wir noch rein, bevor gleich was kommt. Ich denke, das ist nicht... Sag mal, habe ich nicht Munition gebaut? Ach doch. Na. So viel wollen wir dem gar nicht geben. Wie war das? So war das. Gut. Das heißt, wir könnten jetzt hier Eisen machen, dann... Geht da Eisen raus, aber dann kommt hier Eisen raus und dann, wie geht's weiter? Stelle die Basis wieder her. Automatische Zugstrecken. So, nach welchem Prinzip funktioniert das hier? Ich habe da gar keine Luft für... Die müsste ich dann so bauen. So bauen. So müsste ich die bauen. Da ist noch Kreis. Dann müsste ich den... Zack. 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 Ja, das könnte ein bisschen aufwendiger werden. Und das sieht alles so nach Chaos. Mir gefällt es nicht, dass es alles so... Naja, dreckig ist hier.
die roten kann ich noch nicht bauen. Die Hochöfen kann ich wahrscheinlich auch noch nicht bauen. Ich kann eigentlich gar nichts bauen. Aber wir brauchen jetzt Eisen. Dann hole ich mir hier oben Eisen. Ups, da brauchen wir nicht so nah ran. Ein bisschen Eisen kriegen wir ja. Das kann ich jetzt mit... Okay. Was ist das? Okay. Muss man mir halt irgendwann mal erklären, liebes Spiel. Also, Liebesspiel oder Liebesspiel? So, Liebesspiel brauchen wir mir nicht erklären. So, reichen die drei? Nee, ach was, Eisen ist... ja. Was ist das hier eigentlich? Das ist Stein. Stein könnte ich jetzt brennen, aber das wollen wir nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier... Strom herkriegen. Zack. Und zack. Und erstmal mit meinem langsamen Förderband. Ich habe gleich das Problem, dass mir die Förderbände ausgehen. Mhm. Dann muss ich jetzt vielleicht erstmal von Hand brennen. Damit ich Platten für Förderbänder kriege. Ihr habt Kohle. Gut. Dann kriegt ihr auch noch Eisen. So. Dankeschön. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen mühsam. Ja. Aber leider nicht zu verhindern. Es sei denn, ich stelle mich halt einfach nur doof an. Das machen wir hier auch noch. Zack. Hier Förderbänder. Wir müssen halt erstmal die kleinen hässlichen Förderbänder, die langsamen, dazwischen schieben. Dann könnte das sein, dass wir da vorankommen. Naja. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal was an. Aber nur in einer Reihe. Ich weiß auch nicht, ob wir genug haben für beide Reihen. Ja, genau. Da gibt es keine Öfen. Da ist es, da ist es. Dann machen wir jetzt erstmal hier eine Kiste hin. Kiste haben wir auch noch keine. Gescheite. Holzkiste. Stahlkiste. Warum gibt es keine Eisenkiste? Egal, machen wir erstmal eine Holzkiste. Die machen wir dahin. Da sollte dann gleich noch der Arm reinräumen. Und der räumt natürlich in Zeitlupe. Naja, das ist nicht so schlimm. So, Auto haben wir, Eisen haben wir. Da gibt es nur ganz wenig Kupfer. Dann machen wir es jetzt erstmal so. Da haben wir nur ganz wenig Kupfer. Die Dinger sind jetzt hier fertig. Da war nicht viel drin. Da war eine Menge drin. Dann werden wir die hier erstmal, auch wenn es doof klingt, auf Kupferproduktion umstellen. Und hier saugen wir uns mal kurz durch. Dann machen wir mal... Warum macht der hier nichts? Warum macht der nichts? Der kriegt nichts ab. Aber hier vorne sind so viele. Könnte man den noch ein bisschen was helfen? Zack. Ach, das war jetzt vom ersten Stoß, was da vorhin durchgelaufen ist. Da haben wir keinen Ofen. Komm, dann machen wir es einfach so. Wir tun den Ofen hier vorne hinstellen. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Arm, der das rausräumt. Zack. Und der das hier rausräumt. Zack. So, das ist sehr gut. Oh. Schon geht's voran. So, du bist mir ein bisschen zu langsam, aber das ist ja eigentlich egal. Ich kann leider nichts Schnelleres bauen. Zack.
Ja. Ein schnelles Band habe ich, das kann ich mir hier oben reinbauen. Kohle kommt an. Warum geht es da nicht weiter? Weil da ein Band fehlt. Dann machen wir das, bauen wir hier nochmal. Zack, 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 zack. Dann können wir jetzt bald demnächst wieder anfangen, die Fläschchen herzustellen. Wie sieht's denn hier mit dem Strom? Der geht nur bis darüber. Dann setzen wir den Masten anders. Zack. Weil dann können wir hier... Können die zu zweit nachladen. Weil die Öfen sind ja brutal schnell. Kann ich jetzt... Ups. Das sind eigentlich, das hier sind eine schnelle Arme, oder? Warum baue ich die nicht einfach um? Und dann gehen wir als nächstes in die Kupferproduktion. Und ich denke, dass ich euch das in der nächsten... Boah, Junge, Vater. Dass die heben gleich ab. Die sind schneller. Sehr geil. Sehr geil. Gut. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich danke euch, dass ihr mir die Treue haltet, selbst wenn ich ein bisschen unregelmäßig gerade am Start bin. Ich versuche mich da zu bessern. Ihr könnt ruhig Anmerkungen und Kommentare schreiben, da bin ich für alles offen. Wie gesagt, wir werden am Wochenende mal ein bisschen gucken, ob wir da noch was anderes dazu bringen, weil wir haben ein langes Wochenende und dann habe ich noch ein bisschen Zeit nebenher und ich freue mich ganz dolle drauf. Ciao.